Und wie lautet die Antwort auf die Frage, ist das Kunst oder Krempel? Ich fand halt, das ist Kunst, weil Kunst soll uns das Leben von der anderen Seite zeigen und einen ungewöhnlichen Blick drauf. Und normalerweise kennt man die Kinder ja immer so betend, heilig, lieb. Eltern werden sagen, das Bild kennen sie eigentlich von ihren Kindern nicht. Und deswegen fand ich es lustig, da ist mir das aufgefallen, wer kommt auf so eine Schnapsidee, sowas zu schnitzen? Und ich frage mich aber trotzdem, weil es wurde gesagt, 19. Jahrhundert, ist es jetzt Anfang 19. Jahrhundert oder Ende? Könnte auch barock sein. Da muss ich allerdings dazu, da hat der Kunsthändler gesagt, nein, es ist 19. Jahrhundert. Ich habe keine Ahnung, aber ich würde es gern wissen. Grüße Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Ein schreiendes Kind haben Sie da mitgebracht. Ja, das ist der Punk in meinem Bücherschrank. Seit wann schreit es bei Ihnen? Erst seit ein paar Monaten. Was, seit ein paar Monaten? Wo haben Sie es denn her? Ja, nicht selbst produziert. In keiner Hinsicht. Ich habe es einfach in der Auktion ersteigert. In der Auktion? Ja, also der Markt ist nicht groß dafür, habe ich festgestellt. Wahrscheinlich kennen die Szene schreiende Kinder viele Leute viel zu gut, als so, dass sie viel Geld dafür geben würden. Okay. Und deswegen in welcher Stadt? Darf ich das in Wien. In Wien, ui. Was hat es denn kostet? Unter 200 mit den Nebenkosten. Unter 200. Also, aha. Ja, also ich fand's urlustig und habe mir gedacht, okay, alle kennen immer so die brav guckenden Kinder, nicht das. Also, und das zeigt uns dann mal, wie Kinder eigentlich wirklich sind. Ach, das war das eine bebilderte Auktion, ja, mit einem Katalog? Aha. Ja, okay. Ganz normal. Hochinteressant, sehr spannend. Gut, schauen wir mal. Aber dann müssten Sie ja alles wissen, im Katalog stand ja sicher. Was stand denn da drin? Da stand 19. Jahrhundert, schreiendes Kind, kleine Büste, Zirbenholz, möglicherweise Tirol oder sowas. Aha. Mehr stand nicht drin. Ein Satz. Aha, okay. Schreiendes Kind stimmt. Weil wir sehen einen Knabenkopf, würde ich denken, der das ganze Gesicht zu einer Grimasse verzerrt, weil er seinen Mund weit aufreißt, sodass man die Zähne sieht, man sieht die Zunge. Das ganze Gesicht ist ein Schreien. Und das ist etwas, was in der Kunstgeschichte nicht so sehr häufig vorkommt. Es gibt Zeiten, da ist eher die Emotion zurückgedrängt, aber es gibt immer auch wieder Zeiten, wo extreme, starke Emotionen gezeigt werden. Im Hellenismus etwa, also am Ende der Antike, oder im 17. Jahrhundert, oder auch im 18. Jahrhundert, Ende des 18. Jahrhunderts, oder dann in der frühen Moderne. Weil Emotionen immer etwas sind, mit dem man haushaltet. Aber hier wird gezeigt, hier stört irgendjemanden irgendetwas. Und das ist etwas ganz brachial Schönes. Ja. Man muss es natürlich mögen, aber sie mögen es ja. Und es ist nicht nur ein schönes Motiv, ein außergewöhnliches Motiv, es ist auch eine sehr qualitätvolle Arbeit. Wir haben solche Motive im 17. Jahrhundert, ja, häufig. Ja, 1600. Hendrik de Keyser war einer der Ersten, der in den Niederlanden sowas gemacht hat. Es gibt eine berühmte Kinderbüste von ihm. Das gibt es dann auch später ins 18. Jahrhundert. Lücke, ein berühmter Mann, hat sowas gemacht. Und dann später ein Mann, der nur Grimassen gemacht hat, Messerschmidt, der, da gibt es auch diesen schreienden Mann. Also das ist etwas, was wir durchaus kennen. Jetzt haben Sie was erzählt von Zirbenkiefer. Naja, wenn man sich das jetzt anschaut, insbesondere am Brustkorb, kann man sehen, dass die Maserung extrem fein ist. Ich wage zu behaupten, dass das nicht Zirbenkiefer ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass es Eibe ist. Eibe ist ja auch im Prinzip eine Konifere, also ein immergrünes Holz, weil das so extrem dicht ist, diese Maserung. Bei Zirbenkiefer ist das nicht so in der Form. Auch ist wunderbar, diese Patina, wenn man das sieht, diese Fleckchen, die da drauf sind. Dann, und jetzt schauen wir es uns mal von hinten an, wie großartig erstmal die Haartracht gemacht ist mit diesem Kreis. Das ist der sogenannte Plinuskreis, den man kennt. Das ist etwas, was man auch sehr, sehr gerne gemacht hat. Also von hinten auch großartig gemacht, die Ohren. Also, und jetzt, sehr spannend, darf ich noch zeigen, den Sockel. Der Sockel ist aus einem Obstholz gemacht und patiniert, sodass er wie ein bisschen wie Ebenholz aussehen kann. Und wenn wir es jetzt kippen, dann sehen wir hier diese Bleistiftbezeichnung. Das ist eine ganz alte Inventarnummer aus möglicherweise irgendeiner Kunstkammer. Datieren würde ich das Objekt in die erste Hälfte des 17. Jahrhunderts. Niederländisch, auf jeden Fall diesseits der Alpen. Ja. Und das ganze Stück ist ja auch allansichtig. Es ist wunderbar von hinten auch zu sehen. Es gibt einen einzigen Makel. Es fehlt ein Stück dazu.
Denn meistens gibt es dazu den lachenden Knaben. Ja, genau. Diese beiden Emotionen werden häufig miteinander dargestellt. Das ist sowohl bei Henrik Kaiser der Fall, als auch im 19. Jahrhundert, wo das wieder aufgenommen wird. Aber ich denke, hier sind wir im 17. Jahrhundert, im deutsch-niederländischen Bereich. Und das ist schon etwas... Das war sehr Besonderes. Ich denke, das kommt aus einer wichtigen Kunstkammer, aus meiner Sicht. Und wenn wir jetzt uns überlegen, Preis... Sie haben 200 Euro bezahlt, jetzt ja, halten Sie sich fest, ich halte einen Preis zwischen 10.000 und 15.000 Euro durchaus realistisch. Gratuliere. Scheiß die Wand an. Entschuldigung. Sie dürfen schreien. Sie dürfen schreien. Und das ist ein großartiges Objekt, ganz fantastisch. Gratuliere Ihnen, halten Sie es in Ehren, es ist was Besonderes. Freue mich für Sie. Ja, herzlichen Dank, dass Sie es gezeigt haben. Danke. Vielen herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Auf Wiedersehen. Weinende Kinder können Glück bringen. Unglaublich. Dankeschön. Unfassbar. Also, ich habe mir ja schon, ich hätte ja nie gedacht, dass das 300 Euro wert ist. Ich habe es immer super schön gefunden, aber also, wenn es wirklich so exorbitant ist und es gibt ein Museum, wo das hingehört, dann gebe ich es auch im Museum als ständige Leihgabe her, weil dann ist es zu gut für mich, für meine kleine Wohnung in meinem Privathaushalt. Aber also, damit habe ich ja nie gerechnet.